Oh, das gibt's doch nicht. Haltet mir den mal vom Leib, da hinten sind Sniper. Ja, ich halt schon drauf. Aber ich hab's. Oh, das war jetzt bestimmt so langweilig für die Zuschauer, weil ich den Kerl da hinten einfach nicht treffe. Boah, jetzt ist der tot. Komm hoch. Komm. Komm, ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss, dann hab ich dich. Na komm, na komm, na komm. Reicht. So. Geschafft. Hier ist wieder der Sniper. Zurück in dein Loch! Stirb, Erdschleicher! Okay, Moment. Ich regel das. Muss das wehtun. Schade, nicht der Kopf geplatzt, aber immerhin ist er tot. Die Hauptsache. Erwischt. Bei dem hat man es nochmal vom ganz Nahen gesehen, wie der Kopf platzt. Das ist schön. Hier KR54. Hier liegt noch Munition. Ich brauch nicht. Ich habe Charlie 9. Oh, Moment, wo? Nähern sich unserer Position. Bei mir. Wo bist du? Hinter dir, hier. Verstanden, 4-5. Delta ist auf dem Weg. Bewegt euch, Delta. Dem Pilot bleibt nicht viel Zeit. Hey, Delta, hier Cole. Überall Locust, Hinterhalte. Bleib weg von dem Hubschrauber. Cole, hörst du mich? Cole! Wenn wir ihn hören, ist bleib weg von dem Hubschrauber, Schraub. Ja, hoffentlich. Da ist das Rauchsignal, Delta. Ab in diese Richtung und bereithalten. Nicht nur wir da. Folgen diesem Weg. Warte, ich guck mal kurz mein Sturmgewehr. Ja, wenn. Wie viel hast du, Sturmgewehr? 252. Nimm du, ich hab 491. Achso. Verdammt. Vorsicht, kommt sie! Deckung! Konzentriert euer Feuer auf den Tunnel! Weg raus! Haha! Die war geil, oder? Ja. Wow! What the f... Oh fuck, hier ist ein Reaver. Ach wirklich? Nee, echt? Aber die Fahrer sind beide tot. Also jetzt sind sie beide tot. Oh nein. Oh. Bist du tot? Nee. Aber ganz knapp, dass der Reaver mich mit der Rakete oder Granate oder was der getroffen hat. Aus meiner Sicht der komisch geduckt hat und die anderen haben voll drauf gehalten. Weg raus! Er ist tot. Da. Oh. Geht doch. Unglaublich, was das Viech aushält. Ja, aber ich find's gut. Weil ich meine, guck mal, wenn das mit 10 Schüssen tot wäre, wäre doch langweilig. Ja, klar. Oh ja. Oh, dir ist der Kopf geplatzt, was? Sterb endlich! Dir ist auch der Kopf geplatzt. Boah. Ja. Ah, okay, hier geht's doch. Der Raven ist auf der anderen Seite richtig. Des Gebäudes. Weiter. Wo? Einfach nach unten, wo der Reaver vorhin war. Achso. Ja, der hat das, glaube ich, hier eingerissen, ne? Ja. Glaube ich. Also, es läuft, es läuft. Wir haben zwar schon am Anfang 4 Fails direkt mal gehabt bei dieser Einstelle, aber im Moment ist es echt danach gut. Ging's. Und jetzt kommt noch Cole dazu, dann haben wir nochmal mehr Verstärkung. Oh, scheiße, jetzt habe ich gespoilert. Verdammt, naja. Nicht rechtzeitig geschafft. Zentrale, KR54, das habt ihr alle einfach nicht gehört, Leute. Delta, Ende. Oh Gott, mein Telefon klingelt. Fail. Hier draußen sind wir Zielscheiben. Ja, Zielscheiben.
Deckung! Was? Na, genau hier. Beste Deckung, glaube ich. Oh Gott! Hatte ich gar keine Chance irgendwie. Hier hinten ist eine Deckung, da können sie nur von vorne kommen. Delta! Zentrale, hier Delta, wir brauchen Dreh. Hat man das gehört? Was? Also nicht, okay. Meine Mutter. Also. Oh, Alter! Ich hänge mir jetzt so ein rotes Licht über die Tür. Jedes Mal, wenn auf was aufgenommen wird, leuchtet es. Bei dir? Jo. Mach das doch! Kommt bestimmt genial, ey. Ja, Mann. Steht da so on air. Ja, genau. Ja, nee, meine Mutter weiß schon, wenn ich aufnehme, dann hat die nicht reinzukommen. Und das habe ich ja auch gedacht gerade. Von daher passt das schon. Bei irgendjemandem habe ich mal gesehen, bei irgendeinem, bei dem Video, da hat man die Schwester nicht gehört. Er hat sich vor allem geschrieben, was die Scheiße soll, aber den dann aufs Maul hauen soll. Lol. Jetzt, Cutscene! Ich spiele das Spiel wie niemand sonst! Niemand! Cole! Der einzig wahre Baby! Hab dir gesagt, du sollst von dem Hubschrauber wegbleiben. Hast wohl ziemlich in der Scheiße gesteckt, Mann. Allerdings, danke für die Hilfe, Cole. Wo ist der Rest deines Trupps? Das ist mein Trupp. Außer Bert und Tanner. Wir wurden nach dem Absprung getrennt. Ihre letzte Meldung kam von hier irgendwo. Hört sich nach einem neuen Ziel an. Zentrale, hier Delta. Vergesst das, Mady. Cole ist bei uns. Bert und Sigmar vermisst im Einsatz. Wir helfen bei der Suche. Bei uns? So hört sich das an, wenn ich deinen Arsch hätte? Verstanden, Delta. Zusätzliche Trupps zur Sicherung von Illima sind unterwegs. Roger, Zentrale. Wir melden uns. Delta, Ende. Bei uns? Der war gut. Gut, dass ihr euren besten Mann zurück habt, Delta. Willkommen zurück, Coltrane. Da bin ich wirklich froh drüber, dass der wieder dabei ist. Oh ja. Weil der ist echt, also Cole ist echt einer meiner Lieblingscharaktere. Also erst, Markus ist einfach mit seinem Humor, das ist einfach immer so trocken, aber Cole ist einfach eine geile Sau, ohne Witz. Ja. Ich meine, zieh dir die Arme mal an! Zieh dir mal die Arme rein! Die sind so groß wie mein Kopf. Ja, der ist voll gepumpt mit Steroiden, der Kerl. Wie du schon gesagt hast, ey. Ihre letzte Nachricht kam von da oben, aus Richtung Tunnel. Dann sehen wir mal nach. Das war doch klar. Oh, fail. Boah. Ich hab das Gefühl, das Viech will mich unbedingt zertrampeln. Und der ist kaputt. Wow. Krass. Das ging schnell. Da oben kommen die nächsten. Ah, verdammt. Oh, genau jetzt rennt mir Carmine wieder in den Weg. Scheiß Bastard. Oh, nee, komm. Ich mach's anders. Der eine hat irgendwie gerade rumgebackt. Hast du das gesehen? Was machen die hier? Die stehen schon die ganze Zeit einfach wieder auf. Aber ohne, dass sie aufgehoben werden. Ich glaube, das ist wegen dem hier. Ich glaube, der kann die wiederbeleben, wenn die nur so auf dem Boden rumkriechen mit seinem komischen Schrei. Ach so. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich meine schon, dass das irgendwie so war. Oh! Puh, war das knapp. Du stirbst, mein Freund. Ja. Yeah. Oh, geil, warte. Wo waren die? Da. Hier ist eine Rauchgranate. Genau, Rauchgranate. Leck. Mann, die graben ja ganz schön große Tunnel. So, neuer Akt, oder? Ja, yep. Nein, noch nicht. Ja, doch, neuer Akt.
Aber noch nicht neues Kapitel, leider. Gräbt die ganzen Tunnel hier. Dadurch versinken auch die Städte. Das ist ein Witz. Schön wär's. Komm, wir sprinten mal. Das ist ziemlich abgefahren. Aber diese Welt ist eh verrückt geworden, stimmt's? Ja. Fail. Ah, hier dann. Ja, hab's auch gerade gemerkt. Einfach mal gegen die Wand. Marcus, was ist da drin? Jetzt. Ist das Bert? Viel zu geil. Warte. Nein, sein Absprungpartner. Ruhe sanft, Tenner. Verdammt. Irgendwo hier ist der drinnen, ne? Gleich. Ja, da vorne. Ah, ja. Hey, bist du das, Cole? Cole, hol mich hier raus! Okay. Mann, hörst du mich? Warte. Hier, glaube ich. Hast du gedrückt? Ich höre dich, Bert! Dann hol mich verdammt nochmal hier raus! Da Bert. Ist gar nicht angezeigt zum Drücken. Bert ist auch so eine coole Sau. Der alte Blondschopf. Endlich! Wieso habt ihr so lange gebraucht? Nichts zu danken. Seit wann nehmen die Locusts denn Gefangene? Sie sperren die Leute in diese Dinger und bringen sie tief an die Höhle. Die wollten mich verarbeiten, Mann. Was immer das heißt. Ich zeig diesen Locust-Wichsern meine Verarbeitung! Kommt, wir müssen uns das hier ansehen. Boah, Alter, Cole. Haltet Ausschau nach Gefangenen! Ich glaube, die Locust nehmen keine Gefangenen. Der ist teilweise noch krass. Tja. Noch krasser als Tai, Alter, von den Muskeln her. Naja, das glaube ich auch, ja. Aber, naja, er ist ja auch ein Schwarzer. Wir wollen jetzt nicht Vorurteile machen, aber Schwarze haben schon immer krassere Muskeln. Das ist aber wirklich so. Dann also hoch da. Wenn da noch jemand drin ist, holen wir sie raus. Die haben die passenden Gene dafür. Ja, auf jeden Fall. Oh, Boomer. Ich glaube, so die Boomer, die sind dümmer als Zecken. Ja. Die können einfach nur Boom sagen. Du weißt, wie der Cole das macht, Baby. Je größer sie sind, desto besser der Abschuss. Boomer sind so richtig hässliche, komische Viecher. Ja. So, mal gucken, ne? Ich weiß schon, was jetzt kommt. Und es macht keinen Spaß. Ich hasse diese Stelle. Weil ich hier, glaube ich, mit einem Kumpel auf normal schon 300 Mal abgekackt bin. Oh je. Also Leute, stellt euch mal drauf ein, dass es lange dauern wird. Ja, wird okay. Es. Willst du die Minigun oder nehme ich die? Nimm du. Okay. Ich bleib bei meiner Schrot. Dann nehme ich die. Also das hier ist noch nicht das Schwere. Das Schwere kommt erst noch. Drück mal den Knopf. Genau. Das Schwere ist nämlich jetzt, wenn die gleich alle rüberkommen. Jetzt hier oben. Das hatte jetzt keinen Sinn. Ja. Moment. Das ist auch noch nicht das Schwere hier oben. Das Schwere ist, wenn wir gleich wieder runter müssen. Beziehungsweise die Reaver jetzt. Wo ist er? Da. Wir müssen ja gleich wieder runter und das ist dann das Krasse. Wenn du jetzt da hinten diesen Hebel da betätigst. Ja, hab ich. Ja. Jetzt fährt das Ding nämlich los. Und. Troika! Genau, Troika. Ich geh mal hier hinten dran. Nimm du mal die Minigun. Ah, hier liegt sie. Oh, fuck. Genau, das ist jetzt das, wo ich einmal 100.000 Mal abgekackt bin. Ja, da konnte ich nichts machen. Nö. Das ist genau die Stelle, an der ich 100.000 Mal abgekackt bin, weil das gleich übelst heftig noch wird. Das ist so eine ekelhafte Stelle. Naja, wir sind jetzt direkt wieder da. Glaube ich. Also. Das
sind Sie? Arschlecken direkt wieder da. Genau, so war das. Nämlich nicht direkt wieder da. Sondern das Ganze nochmal. Wenn da noch jemand drin ist, holen wir sie raus. Ey. Los, kommt. So eine verfickte Scheiße. Ach, verdammt, stimmt da. Hier war ja was.